Hallo und herzlich willkommen zu Russian Fishing 4 bei Densen. Und zwar bin ich hier mal wieder an der Tuba unterwegs und diesmal auf Spinning. Ich wollte euch ganz gerne einen Spot zeigen. Ihr seht die Koordinaten 147, 181 und auf der Map ist es hier oben am 15 Meter Loch. Ja, ich wollte einfach nur zeigen. Und zwar hier folgende Fischarten. Kaspische Forelle, Rapfen geht hier ganz gut, ab und zu hat man halt Flauten. Ihr seht, ich habe jetzt längere Flaute gehabt und ja, Wels kann man ja auch fangen. Ich habe jetzt hier nicht wirklich aktiv geangelt, aber war die letzte halbe Stunde eigentlich weg. Aber ich wollte euch das ganz gerne zeigen, wo und wie und hast du den gesehen. Also auf Rapfen würde ich euch dieses Equip hier empfehlen. Ja, die Major Schnur 22 Kilo und 19 Kilo Flurvorfach. Und zwar würde ich wirklich den Wobbler hier vorziehen, den Terminator F10004. Der läuft nämlich wunderbar auf den Rapfen. So, jetzt muss da noch der Rapfen. Okay. Okay. Das war ein Fehler. Ich habe außerdem den Clips eingestellt gehabt. Und zwar habe ich hier 1 Uhr Geschwindigkeit auf 10 normalerweise und einfach nur Twitch-Bewegung. Man sollte hier natürlich ein bisschen aufpassen. Also es kann passieren, dass euch dieser böse Fisch hier dran geht. Und zwar eine Trophy-Größe habe ich auch schon gehabt. Dann verliert man hier den Terminator. Es kann vorkommen. Also wundert euch nicht. Man kann es aber nicht vermeiden. Ich meine, ich habe jetzt, egal wo ich geangelt habe, hier nach Tour immer Hechte gehabt. Nicht viele, aber sie sind in den meisten Fällen überall vorhanden und dementsprechend ja, lässt sich das Ganze auch recht schwierig vermeiden. Okay, das ist halt die Rapfenroute und ich würde wirklich hier Richtung Schiff werfen und ja, Twitch. Klar, es kommt vor, dass man Flauten hat und zwar richtig große Flauten. Man sollte aber, sag mal, dranbleiben, so wie immer. Man hat bei den anderen Fischen in den meisten Fällen genau dasselbe. Vor allem, wenn man, ja, ich sag mal, intensiv auf den Fisch angelt, weiß man ganz genau, okay, dann und dann beißt der und dann beißt der nicht. Also hier ist ab Mittag in den meisten Fällen tot. Aber eigentlich morgens, so die Zeit, wo ich jetzt hier am Angeln bin, sollte der Fisch sehr aktiv sein, aber naja, was soll man sagen? Sehr aktiv und auch wieder nicht, so wie man sieht. Eigentlich habe ich immer morgens hier ganz gute Erfolge gehabt auf den Rapfen. So, okay. Der Rapfen will nicht in dieser Richtung. Dementsprechend gibt es noch eine zweite Möglichkeit. Also im Endeffekt versuche ich hier diese Kante hier abzufischen. Jetzt versuche ich im Endeffekt diese Kante immer mitzunehmen. Und in dieser Richtung habe ich auch in den meisten Fällen auch zwischendurch, nicht immer, auf gar keinen Fall immer, die kaspische Forelle manchmal dran. Die größte war jetzt hier 11 Kilo, meine ich, oder so. Bringt schon ganz gut Silber. Aber dafür muss der Fisch halt beißen. Und wenn er dann nicht möchte, kann man schlecht was machen. Oh, und da haben wir einen schönen dran jetzt. Ist wahrscheinlich ein Rapfen. Ein Kaspische würde ein bisschen mehr Terz machen. Ist ein 2 Kilo Rapfen. Wie gesagt, diese zwei Möglichkeiten gibt es. Wenn es da hinten nicht laufen sollte, könnt ihr hier rüber gehen und dementsprechend hier einfach nur, ja, dasselbe machen. Ruhig versuchen, diese Kante und diese Kante einfach nur mitzunehmen.
und zu schauen, wo es denn jetzt beißt. Und ja, die Flauten, wie ich schon sagte, die gehören halt dazu. Zum Spiel wirklich. Mittlerweile. Erst ist der Fisch im Überfluss da und im nächsten Augenblick ist er wie ausgestorben. Man denkt, er ist ausgestorben, ist er nicht. Er ist immer noch da, aber warum auch immer, die Bissfrequenz geht ins Bodenlose und deswegen, ja, fängt man halt viel, viel weniger. Jo, so sieht's aus. Da haben wir den Rapfen jetzt gefunden. Wie gesagt, nicht zu weit raus, sonst braucht man zu lange, um wirklich an den Punkt zu kommen, wo der Rapfen beißt. Es gibt hier sehr viele Leute, die einfach nur schleppen. Wenn man schleppt, sollte man versuchen, alle Kanten abzufahren. Hier die Kante, hier die Kante. Man sollte, oder hier oben, die vergessen die meisten. Alle versuchen hier unten zu angeln. Hier oben funktioniert es genauso. Einfach die Kanten alle abangeln. Wenn ihr wirklich schleppen wollt. Und dann sollte man auch wirklich zwei Routen haben, wo man entweder den Terminator dran macht oder halt noch einen anderen guten Wobbler, wo man sagt, okay, der läuft einigermaßen okay. Man muss halt für sich selbst entscheiden, welche das sind. Ich kann ein paar nennen, welche das denn wären, welche zu empfehlen sind. Und das wären zum Beispiel, wir gehen einmal hier rein. Und zwar kann man hier folgenden nehmen. Bip, bip, bip. Was sind wir denn hier? Terminator, Terminator. Das wäre einmal der hier. Den kann man einmal nehmen. Dann kann man den hier nehmen. Die beiden. Der ist auch nicht verkehrt. Der, der, der und der. Ja, sonst ist das eher mager, was dabei rumkommt. Man könnte jetzt auch mit den 2 Metern hier probieren, aber eher, ja, geht die Bissfrequenz in den meisten Fällen einfach nur runter und das bringt absolut nichts. Oh, auf jeden Fall, so schaut's aus. Hier kann man auf jeden Fall sagen, man fängt den Rapfen ziemlich häufig. Man muss auf den Hecht ein bisschen aufpassen. Ansonsten, ja, läuft das wunderbar. Und gleich kommen wir zum Wels. Am Wels gibt es auch ein bisschen was zu beachten. Also, aber auf dem Wels gehe ich in den meisten Fällen einfach nur, ja, in der Nacht und tagsüber gehe ich einfach nur auf Rapfen, Döbel, ja, Hecht. In dem Fall. Aber das ist trotzdem alles nicht zu vergleichen. Wenn man jetzt auf Grund die ganze Zeit auf Laube angelt, da hat man viel, 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 viel bessere Erfolge wie hier auf Spinning. So, okay. Dann kommen wir jetzt zur Welsroute. Das ist die Welsroute, die ich hier habe. Und zwar die Route mit 95 Kilo hier. Die Barracuda, dann nutze ich hier die Beluga Wenger 10.000 als Roller und eine 84 Kilo Schnur da drauf. Ganz wichtig, man sollte jetzt hier wirklich ein hohes Wurfgewicht nehmen vom Jigkopf. Ich habe die ganz normale Jigmontage hier. Entweder man nimmt hier die 68 Gramm oder die 84, wie auch immer. Ihr solltet natürlich aufpassen, dass ihr wirklich eine Route habt, die das abkann. Also aufs Wurfgewicht hier, woanders, Wurfgewicht 15 bis 80 Gramm hier. Man muss darauf aufpassen, dass die das abkann. Und auf Wels gehen wir jetzt hier einfach nur in die 15 Meter Grube. Und zwar wieder gegen die Strömung. Und ja, einfach nur über den Bogen jiggen. Ich habe hier jetzt wieder einfach nur eine Hohlgeschwindigkeit 16, wie es Standard eingestellt ist. Nichts verändert. Und ja, einfach nur gehen lassen.
über den Boden jiggen und auf sein Wels warten. Das Problem ist, in der letzten Zeit ist hier der Zander weg, die Quappe weg, also in dieser Grube vor allem. Deswegen ist das so, ja, so eine Sache. Ja, nicht so schön. Aber der Wels ist immer noch da. Warum die 84 Kilo Schnur? Ja, um, ich sag mal, Welse bis 50 Kilo, einfach Bremse zu und raus. Man muss aber aufpassen, wenn es ein größerer ist, so soll man Welse dran zum Beispiel. Aber der zieht jetzt nicht wirklich Schnur, was recht schade ist. Was will ich das einmal vorführen? Also ich will den jetzt pumpen, es geht nicht, die Bremse dreht durch. Machen wir so. Und wenn ich jetzt hier die Bremse zumache, ja, ich habe, ich kann halt den Wels jetzt pumpen. Man muss hier richtig natürlich aufpassen, wenn das ein großer ist, dann sollte man recht schnell sein und wirklich, ja, die Bremse wieder lösen. Ansonsten, also man muss seine Erfahrungen damit definitiv machen und wirklich, wirklich vorsichtig sein, wenn man das hier tut. 84 Kilo klingt jetzt nach viel, aber wenn man überlegt, dass der Wels über 200 Kilo geht, ja, muss man den halt über die Bremse wieder ausdrillen. Und nicht Bremse zu und durch. Aber so bis, ja, 50, ja, 60 Kilo ist das eigentlich alles gar kein Problem, den wirklich so hier rauszupumpen, wenn das Equipment passt. Wenn man das natürlich mit einer 30 Kilo Route macht, dann ja, sollte man definitiv lassen. Auf Wels ist sowieso so eine Sache, der, also vor allem auch mit den dicken Rollen, die ich hier jetzt habe, ist der Verschleiß von dem Getriebe, von der Rolle einfach nur so immens hoch, dass das sich kaum rechnet. Wenn man es macht, dann sollte man es einfach nur dann machen, wenn man wirklich Bock hat, hier den Trophy-Wels wirklich einmal zu drillen, weil das ist nun mal ein, ja, dicker, fetter Fisch und ja, der Laune machen soll und ja, wie gesagt, Spaß machen soll. Wo man jetzt 2 Stunden dran sitzt und weiß, okay, wenn ich den jetzt raus habe, 1000 Silber auf jeden Fall, und hast du nicht gesehen, und dann hast du was erreicht, einen dicken Fisch. Oder halt so, wie ich, eher auf den Albino aus ist, aber der, weil es nicht beißen will, also der Albino. Naja, irgendwann kommt das schon, aber naja. Und wenn man jetzt, wie gesagt, auf Bremse 29 jetzt hier, ihr seht, die Bremse würde die ganze Zeit durchrutschen, somit gewinnt man kaum Land. Ich die Bremse jetzt zuknalle und es wird so, also um die 30 Kilo wird das sein. Ihr wisst alle selbst, wenn man so ein 30 Kilo Wels dran hat, ist das, boah, ist das nervig und. Aber so kann man das vermeiden, dass man wirklich mit diesen kleineren Welsen sich rumärgern muss und über die Bremse rausholen muss und den Bremsverschleiß ein bisschen reduziert, sondern alles übers Getriebe steuert. Aber es muss auch wirklich die passende Route dazu sein. Ja, so sieht er aus. Also haben wir da einen 16 Kilo hier. 16 Kilo wäre es, der, oh, der so eine Action macht. Aber jetzt wollte ich euch einfach noch was anderes zeigen. Und zwar, wenn wir jetzt hier einen leichten Kopf nehmen. Ich nehme mal den. Nehmen wir den hier, 25 Gramm. Dem sollte es nicht mehr funktionieren.
Immer wieder im selben Köder. So. Und jetzt versuchen mit der, ja, im Endeffekt gegen die Strömung reinzuziehen. Mit der Strömung funktioniert das. Aber, also wenn ich jetzt hier in die Richtung werfen würde, wird es funktionieren. Aber wenn ich in diese Richtung werfe, funktioniert die Jig-Führung nicht, weil der Köder gar nicht vom Boden ankommt. Und das ist das Problem. Deswegen angle ich hier auch mit der normalen Jig-Montage und nicht mit Texas Rig. Sonst würde ich hier auch Texas Rig nehmen. Aber ja, da ihr seht, es kommt keine Jig-Führung und ja, der Köder ist nicht auf dem Boden. Er ist irgendwo mittendrin hier im Wasser. Nicht vergessen, die Bremse dann zu lösen, wenn man den Wels raus hat, weil wenn ein dicker Brummer dran geht, dann entweder Schnur durch, Rolle kaputt, Rute kaputt, wie auch immer. Aber passt damit auf. Das ist, ja, ihr seht's. Also keine Jig-Führung, nichts passiert. Deswegen braucht man dieses dicke Wurfgewicht, um das hier hinzubekommen. Das war nur einmal zum Zeigen. Wenn man so einen kleinen Jig-Kopf nimmt. Weiß jetzt nicht. Was hat denn die Model 1 vom Wurfgewicht? Ja, 50 Gramm, wenn man mit der jetzt hier dran gehen würde, kann man ruhig. Welchen Jig-Kopf würde ich denn hier nehmen? Ja, hier, die 54 Gramm, den 3-0er. Müsste definitiv funktionieren, also mit der Route lassen wir es ja immer umbauen. Die hat 50 Gramm Wurfgewicht, also ich wollte es einfach nur zeigen, dass es mit so einer Route auch halt funktioniert. So, dann gehen wir hier rein. Jig. Schnur lassen wir und dann. Die kann man natürlich auch Fluro dran machen. Das ist absolut nicht das Problem, weil ich habe jetzt hier die 22 Kilo. Dann nehmen wir hier unseren gelben Köder. Jo. Es ist nichts orange, es ist nichts rot, es ist nichts gelb, dementsprechend kann man hiermit angeln. Aber das Problem wird einfach nur sein, dass der Drill viel zu lange dauern wird, wegen, ja, vor allem deswegen, wegen der Tragkraft 35 Kilo. Geschwindigkeit machen wir mal auf 25. Und ja, eine Umdrehung immer. Und sie da, da ist die Jig-Führung. Und somit kann man hier auch mit kleineren Routen halt angeln. Aber man muss sich halt auf viel, viel längere Drills einstellen. Und ja, ob es einem dann wert ist, sei dahingestellt. So sieht's aus. Und ja. Wie ich schon sagte, tagsüber gehe ich in den meisten Fällen einfach nur um Frapfen und nachtsüber auf den Wels. Wenn jetzt mit dieser Ausrüstung auf Wels geht, muss man sich darauf einstellen, dass man pro Nacht so einen einzigen Wels nur rauszieht, wenn er groß genug ist. So, oh, wenn er 50 Kilo hat, 40, wird man den die ganze Nacht drillen. Und hat man wahrscheinlich immer noch nicht raus. Da muss man ein bisschen Übungen haben mit dem Boot hinterherfahren. Wann sollte man hinterherfahren? Aber das ist alles Übungssache. Das kann euch kein Mensch zeigen. Ihr müsst es selber, ja, testen, probieren, wie es am besten geht. Sollte die Bremse immer schön locker lösen, wenn man sich hinsetzt. Ich habe so auch schon manche Rolle geschrottet, vor allem bei UL ist das ganz wichtig.
Wenn man einen dicken Fisch dran hat, beim Hinsetzen wirklich die Bremse lösen, ansonsten ist die Rolle futsch. Ja. So schaut's aus. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ein Wölzchen dran haben will, überhaupt. Aber naja, ich mach mal bis zum Ende jetzt. Jetzt hier Fluoro drin gemacht, ne? Oh. Dann zeige ich euch gleich noch die Gummifische, die man nehmen sollte oder nehmen kann, die auf jeden Fall wunderbar funktionieren. Und wenn ihr die großen Jigköpfe nimmt, dann kriegt man auch wirklich immer diese Jigführungen hin. Wenn man jetzt mit der Strömung gegen die Strömung, dann kriegt man das immer hin. Wenn man den kleinen Jigkopf nimmt, dann ist das halt das Problem, dass man nur mit der Strömung, nicht gegen die Strömung angeln kann. Ich sitze innerlich und denke, bloß kein Biss, bloß kein Biss. Ich möchte jetzt ungern so einen Trophy-Wälzer an dieser Route haben. Das wäre nicht so gut. Okay. Irgendwas ganz Kleines. Sehr gut. Okay, ja. Ist mittlerweile wieder Abend geworden. Was haben wir da drin? Einen kleinen Barsch haben wir da drin. Wow. Okay, jetzt ist wieder Abend. Jetzt versuchen wir es, warte, Terminator. Jetzt versuchen wir es nochmal hier in der Richtung. Wo ist er? Stimmt, ich wollte euch noch was zeigen mit den Gummifisch. Welche Gummifische man da nehmen kann. Und zwar kann man die folgenden Gummifische nehmen. Den lilanen, den würde ich eher tagsüber nehmen. Wenn ihr tagsüber auf den Wels angelt, der hier funktioniert nachts, nachts, nachts. Dann funktionieren die. Hier. Die Schätz, der funktioniert ganz gut. Und der hier. Die beiden würde ich vorziehen. Der hier geht auch. Aber eher diese beiden hier funktionieren auch einigermaßen gut. Okay, da haben wir für den Ballistik-Köder auch alle abgehakt. Gehen wir nochmal hier ein, zwei Würfe auf Rapfen und dann war es das auch schon. Ich habe jetzt viel gequatscht, viel erklärt, wenig Fisch gefangen. Aber eigentlich alles ganz gut erklärt. Es gibt ja immer wieder keinen Trophy-Drill, aber es muss auch nicht immer ein Trophy-Drill dabei sein. Es geht immer eigentlich nur ums Prinzip, um den Spot, wie man und was man hier für Fische fängt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei euch besser funktionieren wird wie bei mir, weil ich bin schon ein bisschen länger hier an dem Spot und dementsprechend fange ich auch 700 Gramm ab von mir. Sieht's aus. Er fällt schön bewölkt. Jetzt könntest du auch noch was mit dem Rapfen werden. Man sieht's auch schon. Zwei Würfe, zwei Rapfen dran.
Richtig. Ja, die Einholgeschwindigkeit spielt natürlich auch eine Rolle. Runter, hoch. Muss man halt ausprobieren, was der Fisch gerade will. Entweder ziemlich hoch oder ziemlich weit unten. Das muss man probieren und testen. Land. Aha. Okay, der hat mir aber Prozente gebracht. Also, alles gut. Ah, und so ab 21 Uhr würde ich dann wirklich auf Wels gehen. Es sei denn, der Wels interessiert euch gar nicht. Dann könnt ihr hier auf Rapfen komplett durchangeln. Und ja. Schreibt mir doch mal eure Erfolge hier an dem Spot und wie schnell ihr hier jo, entweder ein Trophy gezogen habt oder wie auch immer, wie groß und welchen Wobbler, welcher Gummifisch. Schreibt es mir, würde mich interessieren. Okay. So, einen Fisch will ich noch. Das Spiel sagt jetzt, du willst noch einen Fisch. Nix ein Fisch. Gibt's keinen Fisch. Bin ich mir ziemlich sicher sogar, dass das jetzt so kommt. Das habe ich häufiger, wenn ich ja, aufhören will zu angeln, dann denke ich mir, okay, ein Fisch noch und dann gehe ich jetzt schlafen. Oder dann höre ich auf. Oder wie auch immer. Ein Fisch noch und dann, ja. Sitzt man 20, 30 Minuten immer noch da und hat immer noch nicht den einen Fisch. Das wäre natürlich jetzt nicht so vom Vorteil. Gehen wir mit der Geschwindigkeit ein bisschen viel, viel weiter runter. Also die Schnur spannt sich recht schnell wegen der Strömung. Die Strömung ist richtig stark, richtig, richtig stark. Hier nach Tuba. Jo, also ich glaube, ich krieg den Fisch nicht. Also der Tag war nicht so besonders. Ja. Ihr seht ja selber, waren nicht viele Fische dabei. Aber es kann auch anders aussehen. Wenn man jetzt hier im Chat einmal guckt. Echt Rapfen, Rapfen, Übel. Hier zum Beispiel Rapfen, 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 Döbel, Döbel, Döbel. Also, das waren irgendwie 10 Minuten hier. 1, 2, 3, 4, 5. 5 gute Rapfen hintereinander und 3 Döbel, die akzeptabel sind. Es kann auch anders aussehen. Naja. Entweder das Spiel will halt oder das Spiel will nicht. Das kann man schlecht beeinflussen. Und gerade will das Spiel absolut nicht. Mal wieder. Ärgerlich, aber es ist so. Also das Profitabelste ist immer noch
Grund an. Echt. Also ich habe hier mittlerweile so viele Spots aus Spinning ausprobiert. Ja, es kommt nichts ans Grundangeln dran. Wenn es hier an diesem Spot einigermaßen gut läuft, kommt man so auf 200 bis 250 Silber die Stunde und das war's schon. Das ist das Maximum. Wenn man auf Grund geht, ist Maximum eigentlich Open End. Hängt vom Luck ab. Wenn man viel Luck hat, zieht man zwei russische Störe in Trophy-Größe hintereinander weg und dann, ja, hat man's schon. Sag mal, Spiel, jetzt mach mal den einen Fisch da dran. Das gibt's doch gar nicht. Surfer ein bisschen weiter raus. Spielen, mach den Fisch da dran. Jetzt, komm, mach. Das kann doch nicht wahr sein, ne? Dann passiert nichts mehr. Dann kommt auch nichts mehr. Also das ist echt immer noch ein Rätsel für mich, wie das hier funktioniert. Wieso der Fisch dann auf einmal, ja, weg ist. Und zwar komplett. Sag mal, ich möchte nicht jeden Wurf einen Fisch haben. Aber es wäre schon vom Vorteil, wenn man hier wirklich, ja, die kleinen kommen würde, so wie die beiden von vorhin, die würden schon nicht vom nicht so verkehrt sein, muss man so. Ja, und jetzt ist auch schon die Zeit vom Wels gekommen. So, letzter Wurf, mal nur so komisch in die Seite weg. Ich habe ich da hinten an der anderen Kante ein bisschen mehr Glück mit einem Hecht, so. Wenigstens ein Hecht. Aber ich glaube, ich kann aufhören, ja, an dem Spot und kann den Spot auf jeden Fall wechseln. Das macht wenig Sinn hier. Doch noch. Ich kann durchdrehen hier. Echt. Sonst Fisch am Haken und dann ist er auf einmal wieder weg. Wusa. Ja, so sieht's aus. Richtig top und läuft bei mir. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei euch viel, viel besser laufen wird als bei mir. Naja, soll nicht sein. Und wie ich schon sagte, genau das passiert dann, wenn ich sage, einen Fisch noch und dann höre ich auf. So, ein Wurf. Letzter Wurf jetzt. Nee, das wird nichts hier. Okay, das soll nicht sein. Ey, ich hab einen Fisch. Wuhu. 100. Okay, 100 Gramm Rapfen. Auch nicht verkehrt, ey. So. Alles klar, das wollte ich euch einmal gezeigt haben. Probiert es aus. Schaut, wie es bei euch funktioniert. Und, ja, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.